Kapitel 2: Der Showdown. Seit der unheilvollen Begegnung zwischen Pitch Black Pete, dem berüchtigten galaktischen Verbrecher, und dem Gesetzesvollzieher Captain Rednut auf dem Stadtplaneten Gimimo sind 3 Jahre vergangen. 3 Jahre, in denen sich Pitch Black Pete so weit von Obrigkeiten entfernt hat, wie es ihm möglich war, um ein neues Leben aufzubauen. Doch der Captain hatte sich etwas anderes in den Kopf gesetzt. Jahrelang auf der Flucht, endlich ein Planet zum Verstecken. Zwar alles Wüste hier, doch auch kein Problem mit Gesetzen. Weil von der Zugriffszone der verdammten Sternpolizei und alle meine Schmugglerfreunde kommen hier gern mal vorbei. Ich hab mein Netzwerk, die mir sagen, wenn man wieder nach mir sucht. Pitch Black Pete setzt sich zur Ruhe, bin jetzt Barkeeper von Beruf. Nie wieder auf der Flucht, Cuba Libre im Wüstenwind, wo in der Luft die Lieder der Wüste klingen. Lieder der Wüste klingen. Lieder der Wüste klingen. Jede Spur ist verschwunden seit dem letzten Gefecht. Alle Informanten schweigen, das ist echt nicht gerecht. Doch die Festplatte von U8Z3 besagt, letztes Versteck ist nicht weit. So flieg ich zu dem Wüstenplanet Suaheli. Ich weiß, jede kleine Auskunft zählt viel. Dieser Schmutzfink ist wohl wieder in der Bar mit einem langen Bart, das ein Barkeeper getan. Die haben mich durchschaut, ich muss jetzt weg, die Beine in die Hand. Dreadnought, der Drecksack ist vor einer Weile hier gelandet. Ab in den Wüstenrennern zum Versteck und fahr schnell. Heiz fast einen Gitarristen um, der an der Ecke sitzt. Sing für Geld. El Pura Negro Feuer la Policia. Pero Queen esta la persona mala. El Pero Negro Feuer la Policia. Pero Queen esta la persona mala. Estamos lo mismo. En el fin todos estamos lo mismo. En el fin todos estamos igual. Unsere Augen kreuzten sich im Dunst der Straße. Er ergriff ein Gefährt, um wegzufahren. Ab auf das Hovercraft, er kommt nicht davon. Volles Mac, bis ich an den Schuft herankomme. Captain Rednut und der gesuchte Pitch Black Pete liefern sich eine unerbittliche Jagd quer durch die weiten Wüstenlandschaften rund um das abgelegene Aussteigernest Asar Haden. Pitch Black versucht um jeden Preis zu seinem vorbereiteten Versteck in dieser kargen Landschaft zu kommen. Doch bevor er sein Ziel erreicht, holt ihn der hartnäckige Dreadnought auf seinem Hovercraft ein und bringt ihn mit einem wohlgezielten Schuss kaltblütig zu Fall. Ich kann mich nicht bewegen, eingeklemmt im Rennschiff. Das Blut fließt mir ins Gesicht, die Lage ist echt brenzlig. Ich spür die Handschellen und wie er mir die Füße bindet. Nie wieder Cuba Libre im Wüstenwind. Gebändigt mit Damen und Füßen zu geknotet, fahr ich mit ihm in die Stadt und die Menge ist am Toben. Ich seh einen Sänger vor, ich singe zu dem Beat, der den Siegeszug mit allen anderen genießt. El Perro Lugo fue ya la policía, pero quien es la persona. Todos estamos lo mismo, todos estamos igual. El Perro Lugo fue ya la policía, pero quien es la persona. Siegreich beendet Captain Dreadnought seine persönliche Jagd auf den gesuchten Verbrecher. Pete, der sich in Sicherheit gewähnt hatte, blickt nun einer Haftstrafe im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses für Feinde der Galaxie auf Epsilon App entgegen. Einer sehr langen Haftstrafe.